Alibaba zählt wohl zu den bekanntesten Aktiengesellschaften der Welt. Aber eine Analyse ist hier besonders aufwendig und schwierig und eben nichts für Anfänger, da der Konzern sehr komplex ist. Ich werde in diesem Video auf die verschiedenen Geschäftsfelder und die wichtigsten Marken und Beteiligungen eingehen, meine Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung erläutern und einen aus meiner Sicht fairen Wert der Alibaba-Aktie bestimmen. Dabei gehe ich auch auf den Konflikt zwischen Alibaba und der chinesischen Regierung ein. Und glaubt mir, es wird sehr interessant und es gibt einiges Neues hier über den eigentlich schon so bekannten Konzern Alibaba kennenzulernen. Da ich Alibaba wirklich genau analysiert habe, ist das Ganze jetzt auch nicht in 15 Minuten abgehakt, weshalb dieses Video auch etwas länger dauert als meine sonstigen Analysen. Dafür ist jetzt der Nutzen natürlich wahrscheinlich umso größer und deshalb viel Spaß damit. Und da ich ja hier selbst investiert bin, kann auch ein gewisser Interessenskonflikt entstehen, zum kleinen Hinweis. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Value for Investors. Ich habe euch vor 2 Wochen abstimmen lassen, welches Unternehmen ich als nächstes analysieren soll. Und es wurde auch sehr eindeutig Alibaba. Wenn ihr es gut findet, dass ihr durch solche Abstimmungen mitentscheiden dürft, welche Unternehmen ich auf meinem YouTube-Kanal vorstelle, dann gebt mir doch bitte schon mal ein Like für dieses Video. Wir fangen jetzt mit einem kurzen Überblick an. Der Firmensitz von Alibaba befindet sich in Hangzhou in China und Alibaba wurde 1999 mit einem Startkapital von gerade einmal 60.000 US-Dollar von 18 Personen unter der Leitung von Jack Ma, einem ehemaligen chinesischen Englischlehrer, gegründet. Im Jahr 2000 erhielt die Alibaba Group dann 20 Millionen US-Dollar Risikokapital von einer Investorengruppe angeführt vom Unternehmen Softbank. Softbank ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern, welcher heute noch etwa 25% an Alibaba hält. Aus den ursprünglichen 20 Millionen wurden so in 21 Jahren grob 140 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer jährlichen Rendite von über 50% und das Ganze 21 Jahre lang. Das war wohl einer der besten Investments aller Zeiten, welches Softbank da getätigt hat. Doch zurück zu Alibaba. Seit dem Start ihrer ersten Website alibaba.com im Jahr 1999, die kleinen und mittelständischen Unternehmen in China hilft, international zu verkaufen, hat sich die Alibaba Group zu einem digitalen Ökosystem entwickelt, dessen Geschäftsbereiche insbesondere den Handel, Cloud, Medien und Unterhaltung umfassen. Darüber hinaus hat Alibaba etliche Marken und Beteiligungen. Seit dem 10. September 2019 hat der Gründer Jack Ma seinen Posten als Vorstandsvorsitzenden an den heute 49-jährigen Daniel Zhang abgegeben, welcher sich aber bei Alibaba schon auskannte, da er selbst bereits seit 2007 für Alibaba bzw. eben deren Tochtergesellschaften gearbeitet hat. Wichtig ist auch, dass Alibaba im Gegensatz zu Amazon zum Beispiel ihre Waren nicht selbst verkauft, sondern einen Online-Marktplatz betreibt. Händler können also über die Plattform von Alibaba ihre Produkte verkaufen. Dabei ermöglicht Alibaba auf die Bedürfnisse der potenziellen Käufer zugeschnittene Werbung, wodurch sie eben weiteres Geld einnehmen. Amazon hingegen verkauft viele Produkte selbst, sodass sie hier erstmal in Vorleistung gehen müssen und das Risiko haben, dass einzelne Produkte zum Beispiel nicht verkauft werden. Zudem hat Amazon dann auch hohe Lagerkosten. Das Marktplatzmodell ist aus meiner Sicht viel interessanter, da hier das Risiko bei den Händlern liegt. Das war jetzt ein kurzer Überblick zu Alibaba. Nun steigen wir etwas tiefer ein in das Unternehmen. Wie ich schon gesagt habe, besteht die Alibaba Group schon lange nicht mehr nur aus der Alibaba.com. Sie haben etliche Marken in verschiedenen Segmenten, wie wir hier gut sehen können. Alibaba.com macht zusammen mit 6088.com sogar nur noch 4% am Gesamtumsatz aus. Wenn ihr also Alibaba hört, denkt nicht an Alibaba.com, sondern an all das, was ich euch jetzt erzählen werde. Hangen wir uns dazu mal ein bisschen durch, was Alibaba eigentlich alles macht, beziehungsweise was alles zu Alibaba gehört. Wobei ich gleich vorweg sagen muss, dass ich nicht auf jede einzelne Marke eingehen werde, sondern mich auf einige sehr wichtige konzentriere, da das Video sonst ewig dauern würde. Eine der wichtigsten Marken ist Taobao. Taobao ist ein chinesischer E-Commerce-Marktplatz, auf welchem Privatpersonen Waren an andere Privatpersonen verkaufen können. Also C2C, Consumer to Consumer. Taobao ist also sozusagen das eBay Chinas.
Und der Vergleich ist jetzt gar nicht mal so weit hergeholt, denn 2002, 2003 kaufte eBay die chinesische Auktionsplattform eChnet.com. Jack Ma hatte damals Angst, dass eBay in China immer größer werden könnte und auch irgendwann seine Alibaba Group vielleicht mal vom Markt verdrängen könnte, wenn eBay auch noch in den B2B-Markt, also Business to Business, vordringen würde. Und genau aus diesem Grund gründete Alibaba 2003 die C2C-Plattform Taobao. eBay hat dann erfolglos versucht, Taobao abzukaufen und zog sich letztendlich aus dem Markt zurück in China. Taobao besiegte also eBay, obwohl sie später gestartet sind. Jack Ma hatte da sicherlich einen Heimvorteil gegenüber dem amerikanischen Konzern eBay, was das eben ermöglicht hat. Taobao hat sein Business bis heute aber immer weiter erweitert, sodass sie inzwischen zusätzlich auch im B2C-Markt tätig sind. Taobao ist dabei das Portal für kleine Unternehmen. Hier wird das Geld dann nicht durch Transaktionen, sondern durch die Werbung verdient. Im Gegensatz zu eBay oder Amazon erhebt also Taobao keine Gebühren für Transaktionen oder Verkäufe. Inzwischen gibt es zudem die Livestream-Shopping-Plattform Taobao Live, die Schnäppchen-Plattform Taobao Deals und einige mehr. Nur mal, um so ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen: Alleine die Unterplattform Taobao Deals hatte in den letzten 12 Monaten 150 Millionen aktive Nutzer. Das ist fast doppelt so viel wie Deutschland ein Monat. Schaut man sich Taobao insgesamt an, sieht man, dass sie über 700 Millionen aktive Nutzer haben. Und das nicht in den letzten 12 Monaten, sondern jeden Monat. Das ist in etwa so viel wie die Einwohnerzahl in Europa. Und Taobao ist ja nur ein Teil von Alibaba. Die jährlichen aktiven Konsumenten von Gesamt-Alibaba sind 2020 sogar erstmals über 1 Milliarde Menschen gestiegen, wie wir in dieser Grafik schön sehen können. Neben Taobao gibt es aber noch weitere Einzelhandelsplattformen von Alibaba. Tmall zum Beispiel ist eine chinesische Plattform, auf der größere Firmen dann an Endkunden verkaufen können, also ebenfalls B2C. Und Tmall gehört in diesem Bereich zu den führenden Plattformen in ganz China. Außerdem gehört Idlefish zu Alibaba. Idlefish ist die größte Handelsplattform für Gebrauchtwaren in China. Doch es werden jetzt bei Alibaba oder bei der Alibaba Group nicht nur Gegenstände verkauft, sondern gibt es zum Beispiel auch Fliggy. Fliggy ist ein Online-Reisebüro und zählt in China zu den am häufigsten heruntergeladenen Apps überhaupt. Aber auch wer Hunger hat, geht bei Alibaba nicht leer aus. Automatisierte Kassen, mobil gescannte Produktdetails, eine Liefermöglichkeit innerhalb von 30 Minuten, frisch zubereitete Speisen und einiges mehr führen dazu, dass der moderne Supermarkt von Alibaba, Freshippo, in China immer beliebter wird. Mit Freshippo hat Alibaba den Einkauf von Lebensmitteln in das digitale Zeitalter katapultiert. Ihr seht also, dass Alibaba im chinesischen Einzelhandelsmarkt wahnsinnig gut aufgestellt ist und auch sehr breit. Und das, obwohl ich hier noch nicht mal auf alle Marken eingegangen bin. Dieses Segment ist zwar zusammenaddiert mit 66% das größte, aber ein Drittel der Umsätze kommen auch noch aus anderen Geschäftsbereichen. Für den internationalen Markt gibt es dann noch E-Commerce-Plattformen wie AliExpress, die sehr stark in Russland, aber auch in Europa vertreten sind, oder eine der führenden E-Commerce-Plattformen aus Südostasien, Lazada. Und für den internationalen Großhandel gibt es dann die vorhin genannten Alibaba.com und 1688.com. Gehen wir nun mal weg vom Handel. Hervorzuheben ist hier sicherlich Kainiao Logistics. Kainiao ist kein typisches Logistikunternehmen, sondern eine offene Plattform, die die Zusammenarbeit von über 3000 Logistikpartnern und 3 Millionen Kurieren ermöglicht. Dazu gehören die 15 größten Lieferfirmen Chinas und 100 internationale Lieferfirmen. Dadurch können dann Händler Kosten und Zeit sparen. Kainiao schafft es bereits heute in fast ganz China eine 24-Stunden-Lieferung anzubieten, was bei der enormen Größe von China natürlich unglaublich erscheint. Dann gibt es aber natürlich auch noch Alibaba Cloud, wovon die meisten von euch wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Die Cloud-Branche wird weltweit seit Jahren immer wichtiger und man kann damit auch wirklich viel Geld verdienen, wenn man eben zu den Top-Playern gehört, wie es in der westlichen Welt zum Beispiel Amazon oder Microsoft es sind. Im asiatischen Raum ist aber Alibaba die unangefochtene Nummer 1. Inzwischen ist der Cloud-Bereich auch im Gesamtumsatz schon um die 8% und Tendenz eher steigend. Der letzte Bereich, auf welchen ich hier noch eingehen möchte, ist der Medien- und Entertainment-Bereich.
Hier ist auf jeden Fall die Plattform Youku zu nennen. Das ist quasi das YouTube und Netflix in einem und Chinas Marktführer in diesem Bereich. Auch wenn es aktuell jetzt noch nicht so groß ist wie in YouTube und Netflix in der westlichen Welt. Dort können aber sogar Hollywood-Filme wie Star Wars geschaut werden, aber auch Eigenproduktionen, ähnlich wie bei Netflix und natürlich wie bei YouTube die verschiedensten Videos in den unterschiedlichsten Bereichen. Von Beauty-Videos zu Let's Plays gibt es quasi fast alles. Zu Alibaba gehört aber auch zum Beispiel noch die South China Morning Post. Das ist Hongkongs größte englischsprachige Tageszeitung. Alibaba wird dabei im Medienbereich immer einflussreicher, was der chinesischen Regierung wohl eher nicht so gefällt. Es wird auch angenommen, dass dieser große mediale Einfluss von Alibaba eigentlich der Hauptgrund ist für das Vorgehen der chinesischen Regierung gegen Alibaba. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das wirklich so der Fall ist, da der chinesischen Regierung viel daran liegt, die Kontrolle über die Medien zu behalten. Auf diesen Punkt werde ich auch später nochmal eingehen. Neben den ganzen Marken besitzt Alibaba auch noch Beteiligungen an anderen Firmen. Dazu schauen wir uns mal diese Folie an, welche vom Ende letzten Jahres ist. Wie wir hier sehen, besitzt Alibaba Beteiligungen an den verschiedensten Unternehmen, wie zum Beispiel der chinesischen Videosharing-Website Bilibili, vom größten chinesischen Microblogging-Dienst Weibo, aber zum Beispiel auch 36% von der SunArt Retail Group, einer der größten Betreiber von Supermarktketten und Selbstbedienungswarenhäuser in China. Das waren jetzt nur ein paar der Beteiligungen. Der Wert all dieser Beteiligungen belief sich damals laut Alibaba auf etwa 45 Milliarden Dollar. Und natürlich darf man die 33% Beteiligung an Ant Group nicht vergessen. Die Ant Group bietet unter verschiedenen Marken Dienstleistungen oder Finanzdienstleistungen an. Am bekanntesten ist wohl Alipay, die weltweit größte Plattform für Online-Zahlungen. Im Februar 2021 hatte die Ant Group weltweit 1,3 Milliarden Nutzer, was etwa jede vierte erwachsene Person auf der Erde ist. Aus letztjährigen Zahlen ist zu entnehmen, dass die Ant Group innerhalb von 12 Monaten mehr als 17 Billionen US-Dollar an digitalen Zahlungen in China abgewickelt hat. Mal zum Vergleich: PayPal hat 2019 mit 712 Milliarden US-Dollar 96% weniger an Zahlungen abgewickelt als die Ant Group. Und wenn wir uns nochmal Alipay anschauen, auf dem Höhepunkt eines chinesischen Einkaufsfestes, dem Singles Day, hat Alipay 459.000 Zahlungen verarbeitet und das pro Sekunde. Ant Group, also Ant Groups Größe ist enorm und davon besitzt Alibaba eben 33%. Aber auch hier gab es in der Vergangenheit einige Probleme mit der chinesischen Regierung. Letztes Jahr wurde kurz vor knapp der Börsengang durch die Regierung abgesagt. Außerdem wurde vor kurzem jetzt noch von der chinesischen Regierung beschlossen, dass die Ant Group kurzfristig in eine Finanzholding umgewandelt werden muss, um die strengeren Auflagen den Banken unterliegen, erfüllen zu müssen. Die Regulierung nimmt also zu. Aus meiner Sicht ist es auch völlig in Ordnung, dass so ein systemrelevantes Finanzunternehmen strenger reguliert wird. In Europa wäre es, denke ich mal, auch nicht groß anders. Klar wird das Geschäft dadurch etwas eingeschränkt, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der langfristige Erfolg der Ant Group dadurch in Gefahr ist. Es ist insgesamt also purer Wahnsinn, in welchen Bereichen Alibaba alles vertreten ist und oft sogar Marktführer ist. Um dafür wenigstens ein kleines Gefühl zu bekommen, bin ich gerade eben so sehr auf die einzelnen und verschiedenen Marken für euch eingegangen. Kommen wir nun zu einem ersten Überblick einiger wichtiger Kennzahlen. Es gibt etwa 21,7 Milliarden ausstehende Aktien, beziehungsweise umgerechnet 2,71 Milliarden ADS, da 8 Aktien einer ADS entsprechen. Beim aktuellen Kurs von 174 Euro je ADS hat Alibaba also eine Marktkapitalisierung von ca. 472 Milliarden Euro. Das 2020er KGV beträgt 25,4 und das, obwohl hier ein Sondereffekt vorliegt. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, musste Alibaba umgerechnet vor kurzem 2,8 Milliarden Dollar bzw. 2,3 Millionen Euro Strafe zahlen, da sie laut Marktaufsicht gegen das Kartellrecht verstoßen haben. Rechnet man diesen Sondereffekt raus, liegt das 2020er KGV bei etwa 20, was für ein so fantastisches Unternehmen wie Alibaba erstmal nach sehr wenig klingt. Zur genauen Bewertung kommen wir aber später noch. Die Eigenkapitalquote liegt bei gesunden oder sehr gesunden 64% und das 2020er KUV beträgt etwa 5,3. Dividenden gibt es keine, dafür aber ein kleines Aktienrückkaufprogramm.
Insgesamt wird aber das meiste Geld in Wachstum investiert. So, und jetzt schreibt mir doch bitte für den YouTube-Algorithmus unter dem Video einen Kommentar. Vielen Dank natürlich für eure Unterstützung an dieser Stelle. Und wenn ihr noch nicht oder wenn ihr neu seid und noch nicht abonniert habt, dann abonniert doch noch schnell meinen Kanal und aktiviert auch die Glocke. Vielen Dank dafür. Schauen wir uns jetzt aber mal noch die Finanzergebnisse etwas genauer an. In dieser Grafik sehen wir schön das enorme Wachstum von Alibaba, trotz der riesigen Größe, welche sie eben schon jetzt haben. Der Gesamtumsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 41% gestiegen, wobei das Geschäftsjahr bei Alibaba immer zum 31. März endet. Die beiden großen Wachstumstreiber sind hier der Cloud-Bereich und natürlich der ganze Bereich Handel. Wer sich das Umsatzwachstum nochmal mehr aufgetrennt anschauen möchte, kann das Video jetzt gerne mal an dieser Stelle kurz stoppen und sich diese Tabelle aus dem Geschäftsbericht etwas genauer anschauen. Im Geschäftsbericht sehen wir aber außerdem auch die operativen Einnahmen je Segment. Dabei fällt aber auf, dass das Cloud-Segment und das Medien- und Entertainment-Segment noch Verluste schreiben, welche aber durch das Segment Handel mehr als ausgeglichen werden können. Wenn Alibaba in diesen Segmenten in den nächsten Jahren also auch noch profitabel wird, wovon ich auch ausgehe, vor allem im Cloud-Bereich, kommt es zu einem weiteren Gewinnsprung für Alibaba. Aber auch bisher sieht die gesamte Umsatzentwicklung von Alibaba fantastisch aus, wie wir hier in den oder an den dunkelblauen Balken auf traderfox.com sehr gut sehen können. Dass die Entwicklungen der Beteiligungen bei Alibaba auch eine wichtige Rolle spielen, sieht man dann in der Gewinn- und Verlustrechnung. Während das operative Geschäft 13,7 Milliarden Dollar an Gewinn erwirtschaftet hat, kamen zusätzlich noch 11,1 Milliarden Dollar aus Zins und Investments, also hauptsächlich Investments an dieser Stelle. Hier enthalten sind zum Beispiel auch Veränderungen des Zeitwertes der Beteiligungen. Der Anteil am Ergebnis der Ant Group ist außerdem in der Position Share of Results of Equity Method Investees zu finden. Mit 1 Milliarde US-Dollar ist das zwar noch nicht sonderlich viel, aber die Ant Group konzentriert sich trotz ihrer Größe noch auf Wachstum. Ich gehe aber stark davon aus, dass der Gewinn von der Ant Group in ein paar Jahren stark steigen wird. Es gibt nun drei Möglichkeiten, wie wir mit den Beteiligungen umgehen können. Diese möchte ich euch auch mal kurz zeigen. Zum einen finden wir im Geschäftsbericht eine Berechnung des bereinigten EBITDA, welche diesen Effekt rausrechnet. Es werden dabei auch noch andere Effekte rausgerechnet, zum Beispiel die aktienbasierten Vergütungen. Und sowohl der Gewinn durch Investments als auch die aktienbasierten Vergütungen sind jetzt keine Einmaleffekte. Wir sehen hier, dass es auch 2020 beide Positionen ähnlich in ähnlicher Größe gab. Und auch in den Vorjahren war es jetzt auch nicht sonderlich anders. Das bereinigte EBITDA für die Bewertung zu verwenden, macht bei Alibaba also aus meiner Sicht eher wenig Sinn. Dies wäre wirklich nur dann sinnvoll, wenn es sich um Einmaleffekte handeln würde. Als zweites können wir jetzt die Einnahmen aus Investments rausrechnen und nur den operativen Gewinn runterbrechen auf den Gewinn je Aktie. Der fällt dann natürlich viel geringer aus, da die Einnahmen aus Investments etwa 40% ausmachen. Dafür müssten wir dann aber bei der Bewertung für jede einzelne Beteiligung, welche Alibaba besitzt, eine eigene Bewertung durchführen und diese ermittelten Werten oder Werte auf den Wert des operativen Geschäfts von Alibaba hinzuaddieren. Dieser Weg wäre wahrscheinlich der beste, aber auch sehr aufwendig. Dafür müsste ich wohl eine ganze Serie an Videos drehen, weshalb ich jetzt an dieser Stelle hier nicht so vorgehen werde. Die dritte Möglichkeit ist zwar eine Vereinfachung bei der Bewertung, aber wie ich immer sage, geht es ja jetzt mir nicht darum, um einen exakten Wert oder exakten fairen Wert eines Unternehmens zu ermitteln, denn es geht ja ohnehin nicht, so einen genauen Wert zu bestimmen, sondern es ist eher dazu gedacht, um einen groben Richtwert für den fairen Wert zu ermitteln. Und Modelle sind sowieso immer nur Hilfsmittel, um die komplexe Wirklichkeit eben einfacher darzustellen. Da die Einnahmen aber aus Investments keine Einmaleffekte sind, gehen wir einfach davon aus, dass diese auch in Zukunft so erzielt werden und verwenden den erzielten Gewinn je Aktie, so wie er eben ist. Auch wenn wir natürlich wissen, dass dieser in Zukunft stärker schwanken kann. Um nochmal zu prüfen, ob wir nichts Großes dabei übersehen haben, finde ich es hier auch besonders wichtig, nochmal in die Cashflow-Richtung zu schauen. Also ob ein Großteil der Einnahmen auch wirklich cashwirksam ankommt. Und dort sehen wir einen sehr starken operativen Cashflow in Höhe von über 35 Milliarden US-Dollar. Und wie wir aber auch sehen, wird dieser quasi komplett für Investitionen benötigt, sodass der Free Cashflow sogar negativ ist. Das hört sich jetzt zwar erstmal nicht so gut an,
Aber bei den Investitionen handelt es sich zum Beispiel auch um den Kauf von Beteiligungen oder Übernahmen von Firmen, sodass dies überwiegend Einmaleffekte sind und das Wachstum und die Marktstellung beschleunigen sollen. Wichtig ist natürlich auch der um Sondereffekte, wie zum Beispiel im Übernahmen bereinigte Free Cashflow. Und dieser beträgt umgerechnet über 20 Milliarden Euro. Was bei einer Marktkapitalisierung von 472 Milliarden Euro ein Free Cashflow-Verhältnis von unter 25 ergibt und somit für ein Top-Unternehmen, welches auch noch so schnell wächst, nicht sonderlich viel ist. Ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr noch nicht so viele Unternehmen analysiert habt, sucht euch mal lieber irgendein anderes Unternehmen erstmal aus. Alibaba ist da wirklich sehr komplex und man muss wirklich auf viele Dinge achten, sodass man hier als Anfänger eigentlich schnell verzweifeln kann. Die gute Entwicklung von Alibaba sieht man jetzt aber auch noch hier an der Kursentwicklung seit dem Börsengang 2014, auch wenn es in den letzten Monaten aus diversen Gründen, wie zum Beispiel der vorherhin genannten Kartellrechtsverstöße, zurückging. Ist der Kurs in den letzten 6 Jahren oder gut 6 Jahren eben seit Börsengang um 150% angestiegen. Kommen wir nun zur Bewertung von Alibaba. Wir starten mit den Marktfaktoren. E-Commerce, also das Hauptgeschäft von Alibaba, hat natürlich einen gewissen Wettbewerb. Bekannte Konkurrenten sind zum Beispiel JD.com und Pinduoduo. JD.com ist aktuell wohl der größte Konkurrent, hat aber wie auch Amazon eigene Lagerbestände und verkauft eigene Produkte. Zudem sind sie noch ein ganzes Stück kleiner als die Nummer 1 in China, also Alibaba. Pinduoduo wächst zwar stark, ist aber noch sehr viel kleiner als Alibaba. Der Umsatz beläuft sich aktuell bei Pinduoduo gerade mal auf 9 Milliarden US-Dollar. Zur Erinnerung, bei Alibaba waren es 111 Milliarden US-Dollar. Es gibt natürlich auch noch weitere Konkurrenten, wie zum Beispiel Suning, VIP.com, Amazon China und einige mehr. Der Anteil am chinesischen E-Commerce-Markt von Alibaba ist aber in etwa so groß wie der von allen Konkurrenten zusammenaddiert. Und nur, dass ihr mal ein Gefühl für die Marktstellung von Alibaba bekommt. Der Wettbewerb bekommt dann deshalb jetzt insgesamt von mir die Note 3. Bei meinen Analysen habe ich mir jetzt aber auch mal VIP Shop Holding, welche eben die gerade genannte chinesische E-Commerce-Plattform VIP.com betreibt, näher angeschaut. Und VIP.com hat sich auf Rabattverkäufe spezialisiert, also ähnlich wie Vente Privé. Interessant ist auch, dass Tencent und JD.com in VIP Shop Holding eingestiegen sind und zusammen über 15% der Anteile besitzen. Ich finde VIP Shop aktuell eigentlich günstig bewertet, weshalb ich sie auch in einem eigenen oder meinem Wikifolio aufgenommen habe. Einen Link zu meinem Wikifolio findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und so seht ihr eben, dass man auch durch die Analyse von Aktien wieder auf andere Aktien kommen kann. Die Regulierung ist wie bei vielen chinesischen Aktien der größte Kritikpunkt. Wie bereits erwähnt, musste Alibaba eine Strafe zahlen und den Börsengang der Ant Group absagen. Positiv dabei ist aber, dass man nur 4% des Umsatzes aus dem Jahr 2019 an Strafe zahlen musste. Laut chinesischem Gesetz hätte die Strafe bis zu 10% betragen können. Die chinesische Regierung hat hier also bei weitem nicht die Höchststrafe verlangt bzw. verhängt, was sehr positiv auch zu bewerten ist. Ich habe jetzt auch im Dezember schon einmal in einem kurzen Video meine Einschätzung zum Streit zwischen Alibaba und der Regierung gegeben. Den Link findet ihr hier oben. Insgesamt glaube ich nicht, dass die chinesische Regierung ein großes Interesse daran hat, Alibaba jetzt erheblich zu schaden. Ich kann mir gut vorstellen, dass Alibaba eventuell noch Beteiligungen wie oder Marken aus dem Medienbereich verkaufen muss, wie zum Beispiel Weibo, also die Weibo-Beteiligung, die ist vielleicht auch die South China Morning Post oder ähnliches, da sie in diesem Bereich eben inzwischen zu großen Einfluss haben, wie ich eben auch vorhin schon mal erwähnt habe. Wenn es so kommen sollte, wird dies aber für Alibaba aus meiner Sicht kein allzu großer Schaden sein, da das Kerngeschäft Handel und Cloud eben davon nicht betroffen sind. Zudem sind sie im Medienbereich noch nicht mal profitabel, sodass auch kein Gewinn wegfällt. Für das Kerngeschäft sehe ich also langfristig keine großen Probleme, aber hundertprozentig sicher sein kann man sich natürlich nie. Die Regulierung bekommt aber insgesamt von mir die Note 4. Kommen wir nun zu den Unternehmensfaktoren. Jack Ma hat inzwischen, wie bereits erwähnt, das Zepter an Daniel Zhang abgegeben. Sehr gut gefallen hat mir natürlich, dass er schon vorher viele Jahre bei Alibaba tätig war. Was das weitere Wachstum angeht, macht das Management um Daniel Zhang eben auch natürlich sehr gute Arbeit. Zudem gefällt mir sehr gut, dass man mit der chinesischen Regierung kooperiert und nicht versucht, jetzt gegen die Strafen vorzugehen, was natürlich wieder ein erhöhtes Risiko für weitere Strafen wäre.
Einen Notabzug gibt es hier nur, weil es eben überhaupt erst zu dem Konflikt mit der chinesischen Regierung kam, weshalb ich aktuell die Note 2 vergebe. Das meiste Geld verwendet Alibaba für weiteres Wachstum. Und das seit mehr als nur ein paar Jahren sehr erfolgreich. Wie ich hier in meinem Video zur richtigen Gewinnverwendung von Unternehmen erläutert habe, ist das jetzt auch meine favorisierte Art der Gewinnverwendung. Es gibt zwar noch ein Aktienrückkaufprogramm, aber dieses umfasst nur 10 Milliarden US-Dollar für die nächsten beiden Jahre, also 5 Milliarden Dollar je Jahr. Und bei einer Marktkapitalisierung von knapp 600 Milliarden US-Dollar ist das jetzt nicht mal 1% je Jahr. Das Entscheidende ist also das Wachstum und da ich damit eben sehr, sehr zufrieden bin, gibt es für die Gewinnverwendung die Note 1 von mir. Bei der Aktionärstruktur sind mehrere Eigentümer hervorzuheben. Zum einen natürlich die vorhin erwähnte Softbank mit einem Anteil von 25% an Alibaba. Der zweitgrößte Aktionär ist aber jetzt nicht Jack Ma, wie man vielleicht denken könnte, sondern der Alibaba-Mitgründer und stellvertretende Vorsitzende Joseph Tsai mit 11,9% der ausstehenden Aktien. Es ist natürlich in der Regel immer gut, wenn ein Mitgründer erhebliche Anteile im Unternehmen besitzt und gleichzeitig noch im Vorstand tätig ist. Als drittes kommt dann Jack Ma, der letztes Jahr seine Anteile von 6,2 auf 4,8% reduziert hat. Insgesamt bin ich mit der Aktionärstruktur zufrieden und vergebe deshalb auch die Note 2. Kommen wir nun noch zu den Finanzfaktoren. Betrachten wir wie immer zuerst die finanzielle Situation. In der Bilanz zum 31. März 2021 sehen wir, dass Alibaba über 72 Milliarden Dollar an Cash und kurzfristigen Investments besitzt. Demgegenüber stehen kurzfristige Verbindlichkeiten von gut 57 Milliarden US-Dollar, sodass hier keinerlei Liquiditätsprobleme in Sicht sind. Zudem übersteigen die kurzfristigen Vermögenswerte, also die 98 Milliarden US-Dollar, die gesamten Verbindlichkeiten, welche sich auf knapp 93 Milliarden Dollar belaufen. Positiv zu erwähnen ist natürlich außerdem, dass es im Vergleich zum Cash und den kurzfristigen Investments nur relativ geringe Finanzverbindlichkeiten gibt. Die finanzielle Situation sieht also sehr gut aus und bekommt von mir die Note 1. Etwas Interessantes möchte ich euch aber hier an der Stelle trotzdem noch sagen. Wie anfangs erwähnt, unterscheidet sich im Bereich E-Commerce das Geschäftsmodell von Alibaba mit dem von Amazon. Amazon verkauft eben auch selbst Produkte, während Alibaba lediglich die Plattform für die Händler bereitstellt. Das sehen wir nämlich jetzt auch hier schön in der Bilanz. Bei Alibaba gibt es die Bilanzposition Inventories überhaupt nicht, also Waren oder Rohstoffe, während in der Bilanz von Amazon diese Position knapp 24 Milliarden Dollar ausmacht. Dieses Kapital ist also in den Waren gebunden und kann nicht wieder investiert werden. Es besteht sogar das Risiko, dass die Waren weniger wert werden, wenn sie eben nicht verkauft werden und dann Abschreibungen getätigt werden müssen. Zudem kommen ja noch dann die Lagerkosten für die Waren. Alibaba spart sich das Ganze und kann mit dem Geld wirtschaften. Aus Investorensicht ist Alibabas Geschäftsmodell in diesem Punkt also wesentlich besser. Aber Amazon ist jetzt natürlich trotzdem ein Weltklasseunternehmen aus meiner Sicht. Die Nettomargen und die Eigenkapitalrendite und den Free Cashflow schauen wir uns bei Morningstar.com an. Die Nettomargen beliefen sich im Geschäftsjahr 2019-2020 auf 29% und waren auch in den letzten Jahren immer deutlich über 20%. Das gibt natürlich jetzt die Note 1 von mir. Die Eigenkapitalrendite war 2019-2020 mit 24% ebenfalls sehr gut und bekommt deshalb ebenfalls die Bestnote. Im abgelaufenen Geschäftsjahr, welches am 31. März diesen Jahres zu Ende ging, waren diese Werte zwar etwas niedriger, dies lag aber eben an diesem Sondereffekt, also der Strafzahlung. Der Free Cashflow, beziehungsweise bereinigte Free Cashflow, wie wir ja vorhin gelernt haben, war seit 2011 immer positiv und ist über die Jahre in etwa mit dem gleichen Tempo gewachsen wie der Nettogewinn. Alibaba ist also eine richtige Cashmaschine, weshalb es hier auch die Note 1 gibt. Mit einer Durchschnittsnote von 1,6 gehört somit Alibaba aus meiner Sicht zu den Top-Unternehmen. Daraus ergibt sich ein Renditeaufschlag von 3,3% auf die 10-jährigen chinesischen Staatsanleihen und als Mindestrendite erhalte ich dann 6,4%, da die 10-jährigen chinesischen Staatsanleihen aktuell 3,1% Rendite bringen. Und somit ergibt sich ein Qualitäts-KGV von 15,6. Beim jährlichen Gewinnwachstum verwende ich 25%, auch wenn es in der Vergangenheit hier noch etwas mehr waren. Allerdings ist das Wachstum bekanntlich umso schwieriger, umso größer man bereits ist. Und außerdem rechne ich bei stark wachsenden Unternehmen sicherheitshalber mit etwas weniger und freue mich dann umso mehr, wenn es dann doch mehr wird. Damit komme ich auf ein faires KGV nach Zeit von 33,2.
Für das laufende Geschäftsjahr gehe ich jetzt von einem Gewinn je Aktie bzw. je ADR von grob $10 aus, was umgerechnet 8,20 Euro sind. Zudem hat Alibaba noch Netto-Cash in Höhe von etwa 15 Euro je ADR. Alibaba hat aber auch noch etliche Beteiligungen, wie wir ja gesehen haben. Diese sind hier in der Bilanz mit 67 Milliarden US-Dollar bilanziert. Alleine die Beteiligungen ohne der Arndt Group haben einen Marktwert von etwa 50 Milliarden Dollar. Bei der Arndt Group haben Analysten vor dem Börsengang den Wert der kompletten Arndt Group auf etwa 300 Milliarden US-Dollar geschätzt. Inzwischen sind die Schätzungen aufgrund eben der Unsicherheiten und des abgesagten Börsengangs auf teilweise sogar bis zu 200 Milliarden Dollar nach unten gegangen. Ich selbst sehe den Wert allerdings weitaus höher. Die Arndt Group ist um ein Vielfaches größer und bedeutender als PayPal, wie wir ja schon am Anfang gesehen haben. Und PayPal ist schon alleine an der Börse mit 300 Milliarden US-Dollar bewertet. Vorsichtshalber verwende ich jetzt aber einfach mal für die Arndt Group Bewertung nur 270 Milliarden Dollar, habe also nochmal eine Sicherheitsmarge mit drin, sodass die 33% Beteiligung von Alibaba einen Wert von 90 Milliarden US-Dollar hat. Zusammen mit den anderen Beteiligungen kommen wir also auf 140 Milliarden US-Dollar. An langfristigen Investments sind aber nur 67 Milliarden US-Dollar bilanziert. Da es noch 23 Milliarden US-Dollar kurzfristige Investments gibt und ich jetzt auch nicht genau weiß, ob Alibaba vielleicht einen Teil seiner Aktienbeteiligungen in dieser Position bilanziert hat, rechne ich diese einfach nochmal sicherheitshalber aus diesem Bereich raus. Obwohl ich eigentlich nicht davon ausgehe, dass dort irgendwelche Aktienbeteiligungen mit drinstecken. Trotzdem ist der Wert dann der Beteiligungen immer noch um 50 Milliarden Dollar größer als der bilanzierte Wert. Diese vorsichtig geschätzten stillen Reserven entsprechen etwa 15 Euro je ADR. Interessant ist ja auch noch dann der Goodwill. Viele Analysten sagen ja pauschal, dass der gleich null ist, da dieser eben nicht greifbar ist für die Leute. Wie wir aber gerade gesehen haben, ist hier ein Goodwill von knapp 45 Milliarden Dollar durchaus gerechtfertigt, wenn man sich eben hier mal die ganzen Beteiligungen anschaut. Somit komme ich jetzt auf einen fairen Kurs von 302 Euro, was beim aktuellen Kurs von 174 Euro eine deutliche Unterbewertung darstellt. Ich gratuliere euch jetzt dazu, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges lernen. Schaut euch aber auch immer meine Videos kritisch an. Ich bin sicherlich nicht perfekt und mache auch Fehler und ich bin sehr dankbar für jederlei konstruktive Kritik. Letztendlich ist Alibaba meiner Meinung nach ein fantastisches Unternehmen, welches in verschiedenen Bereichen zu den Marktführern gehört und trotz der enormen Größe, die es jetzt schon hat, noch rasant wächst. Das größte Risiko ist sicherlich die Regulierung und Regierung. Die Angst davor ist aber aus meiner Sicht schon im Aktienkurs eingepreist und falls hier der Konflikt mal mit der chinesischen Regierung endgültig zu Ende geht, kann es auch schnell mal wieder in die andere Richtung gehen. Ob es natürlich so kommt, kann ich natürlich nicht hundertprozentig sagen. Aber für mich ist Alibaba günstig bewertet und ich bin eben investiert als Disclaimer nochmal und damit bis zum nächsten Mal bei Value for Investors.